Servus Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind hier in diesem Waffenlager, wie auch immer. Draußen wartet eine Schlägerei auf uns und ich glaube, das wird ziemlich nervig werden, weil wir einfach zu schwach sind, zu schlecht, zu alles, wir können gar nichts. Obwohl wir schon so eine krasse Waffe haben, können wir trotzdem nichts auslösen. Ich glaube, das wird mich sehr aufregen gleich. Hm. 80, das ist aber nur ein Zweier. 50, 80. Lecker Himbeersaft. Regeneriert Vitalität, ja. Aber nicht sonderlich viel offensichtlich. Pack ich da aus Fleisch rein. Und Wasser ist jetzt wo? Da. So, vielleicht bringt das mehr. Könnte sein, dass ich jetzt viel rausschneiden muss, dass ich mich jetzt oft aufregen werde. Wenigstens kann man die Scheiße überspringen. Bla bla bla. Gib's ihnen, Sucrus. Tür sich! Reißt euch zusammen, Jungs! Ja, super. Oh ja, die magischen Fallen. Wow. Die bringen gar nichts. Natürlich geht die Sau auf mich. Wie aktiviert man die magischen Fallen? Kann man das auch währenddessen? Ja, komm, Igni. Oh, ich wollte dich nicht abknallen. Hau ab von mir! Oh, der eine Bandit, der muss einstecken. Jawohl! Achso, nee, die Banditen gehören zu uns. Achso, nee, tun sie nicht. Ja, super. One Hit, das ist so dumm. Ja. Wieder rausgeschnitten, die Scheiße. Toll, jetzt hatte ich heute schon einen beschissenen Tag. Dann dachte ich so, okay. Versuch mal ein bisschen aufzunehmen, weil das Spiel an sich ja ganz cool ist und mir bisher eigentlich ganz gut gefallen hat. Jetzt passiert so eine Scheiße. Heute läuft echt alles schief mal wieder. Warum habe ich manchmal so Tage, wo einfach nichts klappt? Da läuft im wahren Leben alles falsch. Da läuft im Let's Play alles falsch. Vor allem, ich glaube, die Banditen sind meine Verbündeten. Oder? Ne, das können sie gar nicht sein, sonst würden sie mich nicht angreifen. Ich häng fest! Hopp! Kill den Banditen! Ich hab das Wasser nicht umgestellt, verdammt. Mach null Schaden fast. Ich traue mich gar nicht, die Kamera zu drehen, weil... Nicht der Typ.
kann nichts tun aus der Feige sein. Nein. Gut, ich habe wieder volle Lebenskraft. Das heißt, ein Hit sollte ich wohl überleben. Ja, du mit deinem dicken Hammer. Nein, der ist auch noch da. Der mit seinem Schwert. Ich glaube, den sollte ich ganz zum Schluss... Ja, toll, ich konnte nichts tun. Ich konnte nicht mehr weg. Was ist das für ein Drecksspiel auf einmal? Wir 3 Milliarden Jahre laden. Kack. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich auch sagen, ja, warum hast du nicht mehr Sidequests gemacht, um zu leveln? Weil ich nicht so ein Typ bin, der Sidequests macht. Sidequests sind nun mal Sidequests. Meiner Meinung nach sollten sie nicht dafür gemacht sein, dass man sie machen muss, um zu leveln, weil man sonst für das Spiel zu schwach ist. Sonst wird es ja nicht Sidequests heißen, sondern... Ja, keine Ahnung. Bin ich gerade angepisst auf das Spiel. Wow. Ist ja nicht mehr auszuhalten. Ich habe keine Öle, ich habe kein gar nichts. Ich könnte meine Zeichen verschärfen, aber pff. Bringt mir überhaupt nichts. Ich könnte mein Feuer verschärfen, aber die einzige Rüstung, die ich habe, die... Na, 40, 29, 26... Meine Schuhe sind 10. Die da auch 10. Ich kann die Schuhe wegpacken und die Schuhe verbessern. Jetzt muss ich mal gucken, was ist was. Ich brauche Igni und Art. Art, Igni, perfekt. Davon habe ich 3, davon habe ich 4. Ich habe einen Gegenstand mit Fassung. Hier, guck dir die Schuhe an. Zieh die Schuhe an, verdammt. Das ist 42 und das gibt auch so viel Vitalität. Stärkste wäre hier 40. Gibt aber keine Vitalität. Dann bin ich erst recht One-Hit. 10, 15, 34. Aufschlitz. 25 Aufschlitz. 25 Aufschlitz. 34 Aufschlitz. Dann ist die, glaube ich, besser. Trotzdem. Obwohl die Vitalität gibt. 2% wird verbessert. Was habe ich da jetzt drin? Art. Ignis Feuer. Das brauche ich nicht. Art. Ja, dann... Dann werde ich mal die 40 anziehen. Dann habe ich zwar weniger Lebenskraft, aber... So, vielleicht klappt's so. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich verbessern kann? Ich habe einen verfügbaren Punkt.
Ja, das kann ich aber nicht verbessern. Ich kann es nur aktivieren und das ist unnötig. Schaden durch Igni schwächt den Gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Scheiß drauf. Achso, ich habe jetzt nicht Igni verschärft, oder? Ich bin doch so ein dummes Stück. Ich habe Art verschärft. Dann werde ich jetzt nicht speichern, dann muss ich danach eben wieder alles umändern. Was für eine Bla bla bla. Bruder. Gib's ihnen, Sukrut. Tür seng. Warum den? Nee, nicht ihn. So, ich halte mich jetzt zurück. Ihr könnt alle. Da kommt einer. Hast du mir einen Mittelfinger gezeigt, du Penner? Ich habe ihn irgendwie abgewehrt. Aha. Das wollte ich eigentlich, aber es bringt nichts. Kann ich! Reißt euch zusammen, Jungs! Lass mich am Leben! Oh. Nein, nicht er! Nicht er! Nicht er! Blut der Scheiße! Ich hab tschüss. Toll, dass ich nicht einfach so wegrennen kann. Ja, gib den Banditen. Ja, der andere Bandit, der soll auch einstecken. Ja. Ich muss ihm irgendwie helfen. Ich weiß, das sind nur die schwachen Schläge, aber trotzdem. Nicht der. Warum hat das nichts gebracht? An dem draufhauen. Reißt euch zusammen, Jungs. Meine Schläge bringen gar nichts. Hat mein Bolzen gesessen? Was? Achso, weil ich keine Bolzen mehr habe, oder wie? Fetzen sich in der Zwischenzeit. Nicht er! Ha, natürlich gehen sie jetzt alle auf mich los, diese Penner. Soll ich alleine gegen den? Nö, könnte knicken. Am liebsten würde ich ihn verbrennen, wie die Igni. Oh, mit dem Hammer. Nein, ich habe kein Zeichen mehr. Nein, nicht der andere. Oh. Hau ab da. Hast du schon die Hose voll? Aha! Verpiss dich. Warum hat meine Schockwelle nichts gebracht? Bitte, überlass ihn mir. Na, was für ein Dreck. Gut, ich mach Feuer. Wieder die ganze Scheiße rausschneiden. So, ich darf die ganze Scheiße wieder rausschneiden. Hey, habe ich einen Spaß an diesem tollen Spiel.
bin ich begeistert, wie man hört. Sorry, aber es ist gerade so ein richtiges Drecksspiel. So, Igni war Feuer. Ganz im Ernst, es ist mir gerade scheißegal, ob ich die ganzen Sachen verschwende. Wenn jemand sagt, oh, benutzt doch Tränke und Öle und so, ja, hab ich nicht. Und wenn jemand sagt so, oh, hättest du mehr Sidequests gemacht, dann wärst du jetzt höher gelevelt. Dann hätte man die das wäre aber nicht das Prinzip von Sidequests. Denn Sidequests sind eben, ja, Sidequests. Und die sollten nicht zwangsweise vonnöten sein, um in ein Spiel weiterzukommen. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Deswegen, das hat dann nichts mit Sidequest zu tun, sondern es ist dann Zwangsquest. So. Backkartoffel. Ja, du bist auch so eine Backkartoffel, du Geralt. Geralt die Backkartoffel. Habe ich eigentlich Bomben oder so? Oh, ich habe doch Tränke. Der gegen den nächsten Angriff schützt, ja. Toll. Hat das mit der Vergiftung verstehe ich irgendwie nicht. Die Angriffskraft, ja, das bringt mir nicht allzu viel. Bomben hätte ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich Bomben einsetze. Ach so, so nutze ich Tränke. Versuchen wir es so. Wow, bin ich gerade euphorisch auf das Spiel. Kann ich nicht einfach an euch vorbeigehen? Nee, kann ich nicht. Ja, ja, oh, haltet die Fresse. Hey, Bruder! Gib's ihnen, Sukrus. Ich weiß, natürlich, es würde auch die Möglichkeit bestehen, nicht gegen die Typen hier zu kämpfen, aber ich glaube, das ist eine dumme Idee. Oh nein, ich hab Igni nicht. Oh. Ich glaube, das Feuer hat's gebracht. Hau ab, Schlampe! Ja, Pech! Sorry, ich wollte nicht sowas Böses sagen. Hä, warum hat der eine so viel Schaden bekommen? Wegen meinem Feuer? Aha. Gut. Moment, ich kann das auch während dem Kampf, oder? Weg mit diesem Trank. Nee, kann ich nicht. Lass mich am Leben. Oh, ich glaube, mein Feuer ist so mächtig. Wow, warum mache ich auf einmal so viel Schaden? Da. Achso, nee, es war der Kollege, der gerade im selben Moment getroffen hat. Hallo, hau ab! Das war auf einmal so einfach. Nur wegen dem Trank? Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sukrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei?
Welcher Drecker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. In den Hafen reingelaufen. Ist es nicht und wird es auch. Das heißt, nur weil ich einen Trank zu mir genommen habe, habe ich so viel Schaden gemacht. Aber das macht doch... Ja, der... bewirkt doch eigentlich was ganz anderes. Deswegen... Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Wobei, das Dicke brauche ich jetzt nicht. Ich nehme lieber das Wasser. Vom Wasser habe ich immerhin mehr als genug. Ob die Vergiftung mit der Zeit wieder nachlässt? Ich hoffe es. Danke fürs Geld. Ich werde euch jetzt alles wegnehmen, was ihr besessen habt. Das ist das Mindeste, was ihr mir schuldet. Nachdem ihr mich so aufgeregt habt, ihr dreckigen... Den Captain, mit dem wollte ich doch auch noch reden, aber später. So, erstmal zurück zu Hattori. Achso, da links oben sehe ich den Trank. Also die Zeit vom Trank, wann die Vergiftung nachlässt. Ach, lass mich jetzt bloß in Ruhe, du Hure. Ja, und das sind tatsächlich Huren. Was? Die stehen jetzt im Dienst. Du kannst jetzt... toll. Danke, Text, dass du so schnell weggehst. Achso, ich kann mein Schwert verbessern jetzt. Drück doch! Grüß dich, Apeir. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Was hast du denn im Angebot? Das ist das Mindeste. Oh, da ist lauter Zeug, das ich nicht nutzen kann, weil es zu mächtig ist. 12. Der Schaden ist unmenschlich, aber 12. 100% Rüstungsdurchbohrung. Ja, wenn ich mit so einer Waffe zuschlage, dann ist jeder K.O. Das ist Armbrüste. Oh! Die Stufe werde ich nie erreichen. Ja, toll, Blei. Du hast eine Menge Geld. Vielleicht kann ich bei dir irgendwelches 0815-Zeug verkaufen. Aber andererseits, welche Waffe könnte ich mir bei dir leisten? Die da und die da. 58 bis 72 und 58 bis 72. Welche Waffe habe ich? Eine Stahlwaffe. Ja, ja. Ist da. Bleib ja da, Kumpel. Ja. Ich kann die Sockel wohl irgendwie wieder entfernen, oder? Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Ich hoffe, ich krieg die Sachen dann zurück. Was hast also du denn die Dinger, die ich da eingepflanzt habe. Normalerweise ist das nicht der Fall. Handwerk. Breitkopfbolzen. Du kannst Silberschwerter anfertigen. Ich liebe dich. Heirate mich. Holy shit. Ich will ein Kind von dir. Warum so viel? Holy... Oh, ich sehe gerade den Schaden.
Das kriege ich nie und nimmer hin. Hab ein Zeug? Nee, einen Rubin brauche ich. Oh, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich sterb gleich. Vor Geilheit. Verbesserung. Ja, die Silberschwerter sind ja übertrieben. Ja, ich kann Plunder anfertigen. Hey, das ist das, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Ich kann die Waffe reparieren. Stahlschwert. Aber drei Sockelfassungen, das ist schon eine Menge Holz. Ja, kriege ich die Dinger dann zurück? Bitte. No risk no fun. Bitte, lass sie mich haben. Habe ich sie? War's das? Ich hoffe es, ja. Okay, ich glaube, das war's. Perfekt. So, das, was ich gerade weggepackt habe, war eine Stahlwaffe. Mann, das heißt, die haben keine Sockelfassungen. Keine Ahnung, ob das hier auch so genannt wird, aber ich nenne es jetzt mal Sockelfassung. Stahlwaffe. Stahlwaffe. Warum steckt das da überhaupt drin? Kann ich es nicht ausnehmen wie eine Weihnachtsgans? Na, ich glaube, der war schon von Anfang an da drin. Komm her. Oh, ich kann Zeug zerlegen, wie Herz allerliebst. Ich könnte Stahlbarren machen, ja. Ich könnte einen Schädel zerlegen. Und daraus Asche. Daraus wird Asche entstehen. Ich kann einen Kronleuchter zerlegen. Amethyststaub. Oh, es ist ein Amethyst. Harz, Saft. Pulverisiertes Monstergewebe. Okay. Ich glaube, das sollte ich nicht wegmachen. Handwerk. Mir fehlt so viel von allem. Oh, Silberschwerter. Nicht genug Münzen. Die könnte ich anfertigen. Scheißdreck. Wie viel kostet das denn? 2000er. Achso, nee, das hat der Schmied. Oh, ich dachte schon, ich habe mich verguckt. Das kann ich nicht anfertigen. Fehlt mir ein Rubin. Das könnte ich anfertigen. Aber das hier. Ah, das hier ist so geil. Aber ich kann es nicht nutzen, weil ich die Stufe nicht habe. 37. Ich könnte es der Harpie in den Hintern schieben. Es hat auch noch drei Sockelfassungen. Warum, Spiel, tust du mir das an? Warum, Spiel, was habe ich dir getan? Was mache ich denn da für Blödsinn? Okay, was brauche ich? Besser gesagt, was habe ich? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Ah. Bis da. Ja, drück Start. Okay, Stahlwaffe, aber es hat drei Sockelfassungen. Das ist so lächerlich viel. 42 bis 52. Oh Gott! Ich habe kein Geld. Okay, du hast 42 bis 52. Das musst du überbieten, Kollege. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Ich bin doof. Moment. Ja, die könnte ich nehmen. Kurzschwert aus Stahl und irgendein anderes Schwert. Ist trotzdem zu viel Geld für mich.
hat nicht mal irgendeinen Bonus. Feuerhaken. Was ist das denn? Stufe 8. Stufe 8. Stufe 6. 66 bis 80. Hä? Um Hexausrüstung zu finden. Sowas hast du auch? Oh Mann. Wir schon, warum? Ich könnte irgendwas. Stufe 6. Ja, ich habe 100, danke. Zusatzinformationen, kümmern mich einen Scheißdreck. 195! Warum? Ich könnte leicht zu Geld kommen. Boah, ich bin gerade richtig sauer, weil der Typ so teuer ist. Seide. Das bringt nur 33. Ganz im Ernst, wozu eine Schnur? Wahrscheinlich habe ich damit jetzt auch wieder einen Fehler gemacht. Per schwarze Perle. Smaragd. Das gibt alles so gut Geld, aber. Was für ein Barren? Geil. Wow, das bringt viel. Ich glaube, das ist das Dümmste, was ich überhaupt machen kann, wenn ich das verkaufe. Monsterauge, ja, da muss ich nur ein Monster schlachten, das ist an sich nicht so schlimm. Monster gibt's immer wieder. Monsterherz. Monsterblut. Und Drachenkraut. Jedes Teil von ihm. Jedes Teil von ihm. Moment, wie ging das nochmal? Oh, es ist schon so lange her, dass ich Elliot das Schmunzelmonster gesehen habe. War hier mit Dr. Terminus, dieses Lied. Drachenzähne im Mund zerkaut. Helfen jedermann zell. Und Drachentränen säubern die Haut. Und wir schwimmen dann in Geld ganz schnell. Und wir mieten uns ein Hotel. Das macht endlich Spaß. Das macht endlich Spaß. Halt mich fest, der Drache soll uns gehören. Wundervoll. Irgendwie so ging das. Ich weiß es nicht mehr genau. Vor allem, ich weiß es nicht mehr genau und sing das ganze Lied. Ha, ha, ha. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sehe es gerade, 155 Silberschaden. Und nein. Nein! Ihr Entwickler hier, warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? 3% Angriff ist. Da lachten die Leute auch nur. 150, das ist 230, das sind die Warenbringer. Und nicht 3%. Was will ich mit 3%? Oh, kleiner Runenstein. Oh. 2% Angriff. Die Leute haben so gelacht, als sie das entwickelt haben.
Die haben so gelacht, haha, wir geben dem Spieler hier jetzt 1000 geile Sachen, mit denen er alle nichts anfangen kann. Prozent Silberschaden. Ja. Stufe 14! Spiel, du böses, böses Spiel, du! Nein, ich bin pleite! Ja, danke! Aber ich bin pleite! Und meine Handschuhe steche raus. Scheiße, Mann! Ja, das regt mich gerade ein bisschen auf, dass der so geile Sache hat und ich nichts damit anfangen kann. Will der noch irgendwas von mir? Was hast du denn noch für Probleme? Jetzt ist mir eh schon egal, jetzt kann ich eh schon überziehen. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Gerard. Weiß eh nicht, wie viel ich rausschneiden muss. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Stimmt, warum habe ich eigentlich eingekauft, ich dummer Depp? Ich glaube, ich gehe in die Ecke mich schämen. Nur leider sind hier schon Leute, die mir beim Schämen zugucken können. Da, ich setze mich neben die Hure. Ich habe es verdient. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.